ihr da seid. Ich würde gern auch zum Beginn noch einmal beten. Ja, Vater, das Haus ist gefüllt und du bist auch da. Herr, wir wollen dein Wort hören und wollen in deinem Wort wachsen. Mache du uns bereit, öffne du unsere Ohren und unsere Herzen. In Jesu Namen. Amen. Ja, also quasi kann ich die Predigt jetzt auch schon fast bleiben lassen. Vielen Dank, Lars. Ganz tolle Einführung. Ich probiere es trotzdem. Wäre ja sonst langweilig. Heute Morgen, beziehungsweise gestern Abend, kam meine Frau zu mir und sagte mir, du hast schon noch im Kopf, dass morgen alles eine Stunde später ist. Und ich dachte, oh, nee, hatte ich nicht im Kopf. Also, juhu, wir können eine Stunde länger schlafen. Aber eine Sache sieht man daran, Gemeinschaft ist was Tolles. Wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich es vielleicht gar nicht gemerkt und ich wäre heute Morgen eine Stunde zu früh hier gewesen, hätte mich gelangweilt, wäre nach Hause gegangen, hätte schlechte Laune, keine Ahnung. So bin ich gut gelaunt und pünktlich heute Morgen hier. Gemeinschaft unterstützt uns, Gemeinschaft hilft uns, hat Lars ja auch ganz toll erklärt, wie der Fanclub. Man ist füreinander da, man hilft einander, man macht gemeinsam Sachen. Und wenn wir uns jetzt die Predigt vom letzten Sonntag einfach nochmal für diejenigen, die da waren, einfach nochmal so ein bisschen abspulen, was war denn letzten Sonntag noch? Hier vorne stand ein Taufbecken, wir hatten eine Taufe, wir hatten eine Segnung, meine Tochter wurde gesegnet und es ging um die Gemeinde. Es ging darum, die Gemeinde ist etwas von Gott Gegebenes. Die Gemeinde ist mehr als einfach nur ein paar Menschen, die auf einem Haufen sind. Wir unterstützen uns. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Und wir dürfen dankbar dafür sein, dass wir eben nicht Einzelkämpfer sind, sondern dass wir Gruppenkämpfer sind. Dass wir zusammen gehen können. Dass wir ähnlich wie in einem Fanclub eine Gemeinschaft haben, die ein Ziel unterstützt. Wer ein bisschen aufgepasst hat, vorhin stand das Thema, das Titel dieses Gottesdienstes einmal dran, Willkommen im Club. Fragezeichen. Sind wir ein Club? Wer weiß, welches ist der größte Club, Verein der Welt? Ja, das ist richtig. Wenn man den ADAC noch als ein Verein sieht, dann ist das wohl richtig. Ansonsten, wenn wir jetzt mal auch beim Thema Sport bleiben, hat da vielleicht einer eine Ahnung, was der größte Verein der Welt ist? Wie bitte? Nee, ist es nicht. Die Richtung ist schon gar nicht schlecht. Der größte Verein der Welt ist Benfica Lissabon. Ja, also auch Iberische Halbinsel, nur ein anderes Land, Portugal. Benfica Lissabon hat über 100.000 Mitglieder. Und mindestens noch genauso viele Fans. Was ist ein Fan? Jemand, der ihn unterstützt. Und mal ganz ehrlich, viele von uns sind doch so, wir sitzen, keine Ahnung, samstags im Sportstadion und feuern unseren Verein an oder keine Ahnung wann. Aber ist man dann automatisch Mitglied? Weil, natürlich, das ist toll, aber sind wir damit in der Kabine? Stehen wir auf dem Rasen und spielen selber? Ganz ehrlich nicht. Ne? Wir haben Spaß, aber wir sind nicht das Zentrum. Wir sind nur diejenigen, die dazugucken und mitmachen. So ist das so ein bisschen auch mit uns selber. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, hatte ich so dieses Bild im Kopf. Dieser Sportverein, die Fans, die im Stadion singen. Ich hatte da so eine ganz besondere Choreografie im Kopf. Derjenige, der sich ein bisschen Fußball interessiert, hat das vielleicht schon mal gesehen. Da gibt es einen Verein in England, der FC Liverpool, hat gerade einen deutschen Trainer. Und die sind bekannt für diese Stimmung im Stadion, wo 55.000 Fans aus einer Kehle singen. Ein ganz bestimmtes Lied, ist jetzt auch egal, welches das ist. Aber das ist schon beeindruckend, das zu sehen, wenn 55.000 Menschen aus voller Inbrunst ein Lied singen. Und dann ist mir ein noch viel besseres Bild gekommen.
Und das Bild möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Das soll Lübeck sein. Lübeck ist ja nun eine bekannte Stadt, nicht weit weg von hier, und zwar soll das Lübeck im Mittelalter sein. Und da sieht man die große Stadt, umgeben von Flüssen und einer dicken, fetten Stadtmauer. Das heißt, es gibt Menschen, die wohnen da drin und sind Teil dieser Stadt. Wenn man genau hinguckt, sieht man aber auch Häuser, die sind außerhalb. Ganz nah dran. Stehen einfach nur auf der anderen Seite des Flusses. Ein paar sind dahinter zu sehen, ein paar hier vorne zu sehen. Und wenn man ganz ehrlich ist, ich habe damals nicht gelebt, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Die Menschen waren genauso Teil der Stadt. Die Stadttore waren offen, vielleicht waren es Fischer, keine Ahnung, irgendwelche Bauern. Die waren täglich in der Stadt. Die sind dahin gegangen, haben Handel getrieben. Da gab es, keine Ahnung, den Markt, wo man andere Sachen kaufen konnte. Da waren vielleicht Freunde, Bekannte, Verwandte. Sie waren also quasi Teil dieser Stadt. Bis auf in einem Punkt. Jetzt stellen wir uns mal vor, da kommt ein Feind. Ein feindliches Heer kommt an. Was wird passieren? Naja, die Stadt will sich verteidigen. Und plötzlich sind die Tore alle zu. Das heißt, diese Menschen, keiner wird das leugnen, Teil der Stadt, Teil des täglichen Lebens, sind plötzlich außen vor und sind dem Feind schutzlos ausgeliefert. Und das ist manchmal, glaube ich, ein ganz gutes Bild für unsere Gemeinde. Manchmal fällt uns das gar nicht so auf, aber letztendlich ist es ganz genau so. Wir sind viele Menschen, ganz viele. Und viele, jeder hat so seine Aufgabe. Viele Menschen sind in der Stadt, sind, keine Ahnung, irgendwelche Handwerksberufe. Einige sind draußen. Fischer, Bauern, natürlich wichtig für die Stadt. Und im ersten Moment machen wir uns überhaupt keine Gedanken drüber. Aber wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann wird es plötzlich ein ganz anderes Lied. Häufig lassen wir uns davon einfach verblenden. Wir sind eine Gemeinschaft, Gemeinschaft der Christen. Und wenn man mal guckt, ich hatte vorhin gefragt, welches ist der größte Sportverein der Welt? Gegen die Christenheit lachhaft. 100.000, ein bisschen drüber. Die aktuellen Schätzungen, was der Verband der Christen weltweit angeht, liegen so ungefähr bei 2 Milliarden. Größter Verband der ganzen Welt. Mehr gibt es nicht. Nicht in der FIFA, nicht irgendwo anders. Christen, der größte Verband der Welt. 2 Milliarden Menschen. Was für eine Macht. 2 Milliarden Menschen. Und da kommt dann tatsächlich irgendwann die Frage auf, was ist denn eigentlich ein Christ? Jan-Peter hatte das letzten Sonntag hier mit der Taufe gesagt. Die Taufe allein macht uns nicht zu einem Christen. Auch die Segnung nicht. Aber was macht uns denn zu einem Christen? Was unterscheidet uns als Christen von denen, die drinnen wohnen und denen, die draußen wohnen, wenn wir sagen, naja, wir sind irgendwie alle Christen? Und da kommt jetzt das ins Spiel, was Lars uns gerade eben vorgelesen hat. Ich weiß, Gunnar freut sich immer, wenn ich predige, weil dann immer viel Unerwartetes kommt. Magst du noch mal auf die Bibelstelle bitte zurückgehen? Lass uns da noch mal reingucken. In Vers 6. Da ist ganz klar, was macht uns zu einem Christen? Ich, Jesus, sagte zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ganz eindeutig. Es gibt nur eine Definition des Christen. Diejenigen, die das für sich als Wahrheit erkennen. Und diejenigen, die
daraufhin zum Kreuz gehen und sagen, Jesus, du bist mein Weg. Ich gebe dich mir hin. Da hat es nichts zu tun damit, dass man hier vorne steht und predigt. Da hat es nichts zu tun damit, dass man da hinten an der Technik steht. Da hat es nichts zu tun damit, dass man die ganze Woche über Menschen hilft und keine Ahnung was macht. Das ist alles toll, bitte versteht mich nicht falsch. Und das ist alles etwas, was wir brauchen. Das ist auch alles etwas, was unsere Gemeinschaft auszeichnet. Aber es ist nicht das, was einen Christen definiert. Denn das, was uns zu Christen macht, ist einzig und allein da. Das Kreuz. Und dass wir zum Kreuz hingehen und sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und dann sitzen wir plötzlich nicht mehr auf der Tribüne. Dann sitzen wir in der Kabine. Dann stehen wir auf dem Rasen. Dann sind wir mitten in der Stadt. Und dann ist es egal, was um uns herum passiert. Und das Schöne ist, diese Stadt ist nicht voll. Könnt ihr jetzt mal meinen, wenn man sich das Bild wieder anguckt, alles dicht gepackt, da ist nichts mehr frei. Da hinkt dieses Bild ein bisschen. Jesus lädt dich ein. Jesus lädt mich ein. Jesus lädt jeden Menschen auf diesem Planeten ein. Komm, komm in meine Stadt. Nimm du Wohnung bei mir. Sei du Teil der Gemeinschaft. Und dann wird ganz schnell aus diesen 2 Milliarden Menschen, die sich als Christen bezeichnen, plötzlich eine wirklich schlagkräftige Truppe. Eine Truppe von Menschen, die ein ganz besonderer Punkt vereint. Die Liebe zu Jesus und dass ich mein Leben an Jesus übergeben habe. Das ist, was uns als Christen auszeichnet. Und das ist, was unsere Gemeinschaft auszeichnet. Und das Tolle ist, dass genau daraus die Gemeinschaft eigentlich nur noch weiter wächst und noch schöner wird. Es ist nämlich nicht so, dass die Aufgaben, die da kommen, uns zum Christen machen. Nein, es ist, wenn wir Christen sind, dann kommen diese Aufgaben. Jesus, Gott, als er dich gemacht hat, als er mich gemacht hat, hat jeden von euch, jeden von uns mit einer wunderbaren Gabe ausgestattet. Vielleicht sogar 2, 3 Gaben. Das hat er nicht gemacht, weil er davon welche über hat und irgendwo müssen sie ja hin. Nein, das hat er gemacht, damit wir als Gemeinschaft weiterkommen. Wäre ja blöd, wenn alle in der Gemeinschaft nur predigen könnten. Dann würden jetzt hier vorne 100 Mann stehen und würden alle reden und da sitzt keiner und hört zu. Irgendwo blöd. Ne? Und genau das ist es. Wir werden nicht durch die Aufgaben zu einer Gemeinschaft, zu einer christlichen Gemeinschaft. Nein, es ist genau umgekehrt. Wir werden Christen, wenn wir uns Jesus hingeben und dann können wir daraus eine Gemeinschaft werden. Dann können wir daraus unsere Gaben einsetzen. Dann sind wir Teil dieser wunderbaren Stadt, die so toll aussieht mit ihren Kirchen, mit ihrem schicken Rathaus, mit ihren Märkten. Dann können wir uns als wirkliche Gemeinschaft der Christen bezeichnen. Das war jetzt die eine Sichtrichtung von uns heraus. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man das andersrum betrachtet, ist es genauso. Mal ganz ehrlich, wie viele von uns kommen hier morgens her und freuen sich, dass das alles schön ist und hier sind so viele nette Menschen und ja, wir sind eine tolle Gemeinschaft. Aber ist es nicht auch in der Gemeinschaft genauso unsere Verantwortung für den Mann oder die Frau, die neben uns sitzt, die vor uns sitzt, die hinter uns sitzt? Genauso wie bei dieser Stadt ist es nämlich
gar nicht so einfach. Man ist so in seinem einfach gefangen, man ist da drin. Man fühlt sich gar nicht als außerhalb der Stadt. Ich bin ja täglich da, ich gehe ja täglich rein. Ich bin doch Teil der Gemeinschaft, ich bringe mich ein. Und genauso schwer, wie es mir vielleicht fällt, das anzuerkennen, dass ich in Wirklichkeit doch gar nicht Teil bin, genauso schwer fällt es uns auch als Gemeinschaft, vielleicht zu sehen, dass jemand, der direkt neben mir ist, der jeden Sonntag da ist, der immer ansprechbar ist, der immer hilfsbereit ist, aber dass vielleicht eine Kleinigkeit fehlt. Habe ich mal geguckt, wo der wohnt? Im übertragenen Sinne jetzt. Das ist auch Teil unserer Gemeinschaft. Gehört das genauso dazu. Ich kann doch auch mal gucken, vielleicht kriegt mein Nebenmann das gar nicht mit, ist so in seinen Aufgaben vertieft und so vielleicht in seinem Glauben dadurch fehlgeleitet, dass er gar nicht mitkriegt, dass er eigentlich gar kein Christ und Teil der christlichen Gemeinschaft ist. Manchmal habe ich den Eindruck, machen wir da viel zu wenig. Wir beweihräuchern uns, wir sind eine tolle Gemeinschaft und gucken gar nicht, was der rechts und links neben mir hat, wie es dem geht, wo der gerade steht. Dabei gibt es ganz tolle Mechanismen in unserer Gemeinde. Und ich bin sicher, nicht nur in unserer, in vielen anderen auch. Zum Beispiel kann ich jedem nur empfehlen, in den Hauskreis zu gehen. In den Hauskreis muss ich nicht gehen, wenn ich Christ bin. Da darf ich jederzeit hingehen. Es gibt viele tolle Hauskreise. Und ich bin sicher, die Hauskreise oder die Gemeinde würde sich super freuen, wenn da noch mehr Hauskreise entstehen. Warum Hauskreis? Weil Hauskreis genau das ist. Es ist die persönliche Beziehung zwischen Menschen und zu Gott. Es ist genau dieser Mechanismus, der dafür sorgt, dass wir eben über den Tellerrand hinaus gucken, dass wir uns austauschen und dass wir vielleicht genau da erkennen, da hakt es noch. Da muss ich vielleicht noch mal nachbessern. Und dann kann man das gemeinsam angehen. Ein anderes, finde ich, ganz tolles Ereignis, steht schon quasi wieder in den Startlöchern, Anfang nächsten Jahres, ist der Glaubensgrundkurs. Wenn du Fragen hast, das ist ja alles toll, aber was macht mich jetzt genau zum Christen? Warum muss ich da hingehen zum Kreuz und meine Schuld bekennen? Warum muss ich das? Ich bin doch hier in der Kirche jeden Sonntag. Was unterscheidet mich? Dann ist das vielleicht genau der Ort für dich, wo du die Antwort findest. Und ich kann dich nur ganz herzlich einladen. Merkt es euch vor. Anfang nächsten Jahres geht's wieder los. Der Glaubensgrundkurs. Und so ist das quasi heute die Fortsetzung von letzten Sonntag. Letzten Sonntag hatten wir das Thema Gemeinschaft. Und ja, die Gemeinschaft der Christen ist was meiner Meinung nach Einmaliges, was Wunderbares. Und heute die Einladung an dich, an euch, an sie, werde Teil dieser Gemeinschaft, sei Teil dieser Gemeinschaft. Welcher Gemeinschaft? Der Gemeinschaft der Christen, der Gemeinschaft der Menschen, die erkannt haben, ich brauche Jesus. Ohne ihn komme ich nicht zum Vater. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nicht, dass ich jeden Sonntag hier in der Kirche sitze. Als ich das vorbereitet habe, habe ich ein bisschen so im Internet rumgesurft und mir so auch dies und das angeguckt und bin auf ein Zeugnis gestoßen. Das werden wir uns jetzt gleich angucken. Es ist ein kleines bisschen länger, aber es zeigt nochmal ganz deutlich, finde ich, diesen Unterschied zwischen sonntags in der Kirche sitzen und wirklich mein Leben in Jesu Hände geben. Kinder,
Und mit 18 wurde ich zum ersten Mal Vater, zum sechsten Mal mit 28 Jahren. Ja, bin sehr glücklich, dass ich diese Familie habe und bin glücklich, mit meiner Frau zu leben und auch diese 6 Kinder zu haben. Mein Leben sah so aus, bevor ich Gott kennengelernt habe, dass meine Eltern mich schon von jungen Jahren an zur Kirche gebracht haben und dass ich ständig mit Gottes Wort konfrontiert war. Ich sah das so, dass das nicht die Erfüllung ist, nur allein in die Kirche zu gehen, sondern ich wollte glücklich sein und daran habe ich das nicht halt gesehen bei den anderen Menschen. Ich dachte immer, das wäre so Zwang, einfach in die Kirche zu gehen, dann ist man auch ein guter Mensch, wenn man auch die Gebote hält. So lebte ich halt mein Leben und dachte immer, ich wäre wirklich ein guter Mensch, ich mache das wirklich ganz gut, ich glaube an Gott und ich mache das, was er gern von mir verlangt. Aber es erfüllte nicht mein Leben so wirklich, weil man tat es, aber man war nicht so glücklich. So habe ich langsam mehr und mehr in der Welt mehr mein Glück versucht und habe vieles ausprobiert in meinem Leben. Es gab einfach so einen Zeitpunkt, wo ich auch eine Freundin hatte. Wir hatten zusammen Sex vor der Ehe und so ging das einfach weiter und habe natürlich auch mit Alkohol probiert oder auch mit Zigaretten. Als ich dann erfahren habe, dass meine Freundin schwanger wurde, war das ein bisschen erstmal ein komischer Moment, weil ich war gar nicht darauf vorbereitet und dann habe ich meine Freundin geheiratet und 3 Monate später haben wir dann halt das Kind bekommen. Aber so Gott war nur so nebenbei, weil wir gingen auch immer ab und zu mal zur Kirche, damit unser Gewissen beruhigte. Dann habe ich auch viel für mein Hobby Zeit genommen, Fußball spielen. Meine Frau war so nebensächlich, mein Sohn war nebensächlich und es war natürlich eine schwere Zeit für uns, weil wir so jung waren und dann beide noch in der Ausbildung. Aber so suchte ich weiterhin mein Glück und versuchte es mit Fußball, weil es mein Hobby war und ich es sehr geliebt habe. Und versuchte jede Zeitlücke auszunutzen, mit Fußball zu spielen. Habe aber doch immer mehr und mehr gemerkt, es erfüllt mich nicht. Und so kam es, dass wir das zweite, das dritte Kind bekamen. Und ja, ich lebte so dahin. Und mit der Kirche wurde das dann immer weniger, weil ich dachte, es nützt nichts. So wirklich glücklich ist man mit Gott ja eh nicht. Auch wenn man zwar in die Kirche geht, aber das tat man halt nur so, weil man so aufgezogen war und man ging halt und dann wurde es halt immer nur einmal am Sonntag. Das reichte dann, um dein Gewissen zu beruhigen. Und es gab einfach einen Moment in meinem Leben, da dachte ich, okay, Gott, wofür bist du da? Ich brauche dich eigentlich nicht. Weil ich kriege mein Leben auch so in die Reihe und mit dir wird man nicht glücklich. Ich versuche mich einfach so in der Welt durchzuschlagen mit dem Glück. Und ja, so wollte ich das Leben, mein Leben leben. Dann war ich zufällig bei meinen Eltern und da habe ich so eine Einladung gesehen. Das war eine Evangelisation. Und dann dachte ich, habe ich mir diese Einladung so angeschaut und da habe ich den Evangelist so angeguckt und dann dachte ich, naja, was will der mir denn erzählen? Eigentlich kenne ich ja schon alles, habe ja schon genug gehört. Aber im Inneren hatte ich doch so einen Gedanken, dann, du kannst doch wenigstens einmal gehen und wenn der dir wirklich nichts Neues sagt und kannst du es immer noch alles aufgeben, was du mit Gott überhaupt zu tun hast, das Kirchengehen überhaupt. Ja, dann dachte ich, okay, diese eine Stunde oder eineinhalb Stunden, die tust du dir an und dann kannst du immer alles noch hinwerfen. Ja, und dann habe ich diese Evangelisationseinladung angenommen und bin wirklich zu der Evangelisation gegangen und habe mir also den Mut vorgenommen, das mal einmal anzuhören. Und ja, dann bin ich gegangen. Und als ich so in der Reihe saß, dann merkte ich, der Evangelist, der hat etwas ganz Besonderes. Weil der war wirklich so begeistert mit Jesus. Und er war wirklich glücklich, mit Gott zu leben. Und er war so fasziniert, sein Leben mit Gott zu führen. Und ich dachte, ich will das unbedingt auch. Er war so begeistert, dass ich wirklich das auch haben wollte. Und wollte dieses Leben auch haben, was er hatte, weil er... Ja, und ich habe das gemerkt, er brannte wirklich für Gott und war wirklich glücklich von ganzem Herzen. Und das wollte ich auch haben. Und so war es nicht nur ein Abend, sondern war ich auch beim zweiten Abend, war ich auch beim dritten Abend. Und beim dritten Abend war das so, dass man vorher noch so ein Ehegespräch sozusagen war. Oder er hat über die Ehe
gesprochen, wie das so funktioniert in der biblischen Form. Und er hat wirklich so alles gesagt, was ich so alles falsch gemacht habe. Ich habe mich nicht um meine Frau gekümmert, ich habe mich nicht um meine Kinder gekümmert, ich habe nicht mit ihr Gemeinschaft gehabt, auch nicht mit Gott. Und er hat mir so wirklich die Sünden aufgezeigt, was ich für ein Versager bin und was für ein sündiges Leben ich habe, weil ich wirklich nur an mich gedacht habe. Dann habe ich gemerkt, ich muss Buße tun, ich muss mich zu Gott bekehren, damit ich sozusagen so ein Leben führe, wie er es getan hat, wie er glücklich war. Und so habe ich einfach gemerkt, ich habe so oft versagt, dieses ganze gute Mensch, was ich so vorhin gedacht habe, wo ich mich an die Regeln gehalten habe und so, das ist alles weggegangen, weil in mir ist wirklich nichts Gutes gewesen, weil ich so selbst verliebt war in mir. Natürlich hatte ich dann die Kämpfe, sollte ich mich wirklich bekehren. Diesen Schritt habe ich dann wirklich gemacht und bin wirklich froh darüber, weil Jesus hat mir wirklich alles vergeben. Und als ich mich bekehrt habe, dann wollte ich mehr und mehr Gott kennenlernen und habe mit ihm mehr mich beschäftigt. Ich habe mehr gebetet, Gott mehr anvertraut, in der Bibel gelesen. Und das hat auch meine Frau in dieser kurzen Zeit gemerkt und sie hat sich ein paar Tage später auch bekehrt. Und das war wirklich ein wunderbares Zeugnis, dass auch meine Frau gesehen und gemerkt hat, dass ich mich verändert habe. Dadurch wurde unsere Beziehung auf jeden Fall besser. Ich habe mich mehr um sie gekümmert. Wir haben mehr gebetet. Auch wenn es nicht immer geklappt haben, haben wir mehr zusammen Bibel gelesen oder Gebetsgemeinschaften gehabt. Und ja, das ist einfach, mein Leben ist nicht mehr auf Selbstliebe geeignet, sondern ich darf für Gott leben, weil es ist einfach eine wunderbare Gnade, weil Gott der Schöpfer ist und ich darf ihm dienen. Das ist einfach wunderbar, einfach zu wissen, wie groß und wunderbar er ist. Und ich merke einfach, dass in mir selbst nichts Gutes und nichts Gerechtes ich in mir finde. Heute habe ich und meine Frau 6 Kinder und es weiß ja jeder, der Kinder hat, dass es nicht so einfach ist. Und ich meine, 6 Kinder ist schon eine große Anzahl und es ist wirklich nicht einfach. Aber wir sind einfach gelassener, weil wir das einfach Gott abgeben können. Und wenn es auch wirklich mal Sorgen gibt, egal sei es eine schlechte Note oder sind die vielleicht ungehorsam oder sind die so selbst egoistisch, so können wir das wirklich Gott abgeben. Und dann besprechen wir das mit meiner Frau und wir können es einfach im Gebet abgeben, dass Gott es wirklich verändert. Und Gott. Soweit. Es geht noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, das, was mir bei diesem Zeugnis wichtig geworden ist, ist rausgekommen. Wir können jeden Sonntag hier in Gottesdienst gehen, weil man das ja so macht. Wir können Heiligabend in Gottesdienst gehen. Naja, Heiligabend, das gehört halt dazu. Wir können Ostern in Gottesdienst gehen, weil das ganze Dorf ja sowieso geht und das sieht ja schlecht aus, wenn ich nicht da bin. Aber das hilft uns nicht. Jesus folgt uns. Er folgt dir, er folgt mir. Er folgt manchmal durch einen Flyer, der einfach irgendwo rumliegt, wo man drauf guckt und feststellt, interessant. Er folgt vielleicht einfach durch einen Menschen, den man trifft, mit dem man im Gespräch ist. Er spricht dich immer wieder an. Er gibt dich nicht auf. Und eins kann er dir nicht abnehmen bei dem. Das ist die Neugier. Den Flyer eben nicht wegzulegen und zu sagen, noch, was kann der mir schon Neues sagen? Ich kenne das alles. Ach komm, leg weg. Sondern zu sagen, ja, was kann der mir schon Neues sagen? Aber irgendwie, er sieht schon glücklich aus, oder? Ach, ich riskiere es. Was kann ich verlieren? Ich gehe hin. Das will und das kann Jesus dir nicht abnehmen. Das bist du. Ich habe hier nochmal ein kleines gelbes Kärtchen. Viele von euch kennen das. Ich hoffe, ganz viele von euch haben das, weiß ich nicht, im Portemonnaie, in der Hosentasche, in der Jackentasche.
Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist unser Leitbild. Unser Leitbild als Gemeinde. Ich lese mal vor. Wir helfen Menschen, ihre Bestimmung in Jesus Christus zu finden. In Jesus Christus. Das ist die Gemeinschaft der Christen. Amen.